Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Hier wieder Manuel von gamers-palace.de. Wir sind immer noch auf der Suche, oder was heißt auf der Suche? Wir verfolgen immer noch die Quest mit der Rüstung und ihr seht schon, dass wir jetzt schon wieder einmal über die komplette Map hier reisen sollen. Ich sehe jetzt auch schon, welche Gehöfte das noch sind. Wir haben noch das hier vor uns und das hier. Und wir machen uns das Ganze jetzt natürlich ein bisschen leichter, indem wir hier mal die Schnellreise einfach bemühen in die Nähe, denn ich kann mir jetzt hier endlich auch mal Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? eine Verbesserung zu den Pfeilen Ich hoffe, das mitnehmen, hilft. Bis bald. weil ich jetzt 20 Raubtierfälle endlich mal hatte. So, und jetzt müssen wir nur ein bisschen in diese Richtung. Bringe Gegner von oben um, ohne gesehen zu werden. Mal hin. Sagte er und verkackte es dann. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Geht. Gebt auf euch acht. Boah, ey, was soll denn das hier? Das ist ein nerviger Typ. Oh. Alles wird wieder gut. Ich dachte, diese Herausforderung hier sei einfach, aber man lernt ja nie aus, ne? Ich hatte so viel Glück. Vorsicht da draußen. So. Zählt das wenigstens? Nein, das zählt auch nicht, sondern das muss schon richtig sein.
Okay. Ich tue mein Bestes. Hör du, Sir. Nicht bevor es sicher ist. Habe ich es doch noch geschafft. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich dachte, die Mongolen schlagen uns die Köpfe ab, mein Herr. Die Mongolen suchen die Rüstung eines Helden namens Gosaku. Ja, gib mir den Schlüssel. Nehmt diesen Schlüssel. Ihr verdient es, sie zu tragen. Ich lasse die Mongolen nicht zu Gosakus Vermächtnis. Thank you. Ah, das war's auch. Ich habe mir genau die richtigen drei Gegner rausgesucht, um das noch zu schaffen. Du bist ein braves Pferd, Moro. So, vielleicht gehe ich jetzt mal wieder mehr auf den Kurzbogen, denn dafür ist ja auch mein Upgrade, was ich gerade gekauft habe, überhaupt gültig. Und das bringt mir dann, glaube ich, ein bisschen mehr. So. 650 Meter sind wir recht schnell da. Das andere Gehöft. Was dann auch jetzt das letzte dann schon ist. Das, was da brennt, oder? Ja. Letzte Gegner mit einer Schwarzpulverbombe. Habe ich die mal fix ausgerüstet?
Kommt alle mal zu mir. Hallo. Oh. Nein. Solltest du das machen? Natürlich nur zwei von diesen Bomben habe, kann ich irgendwie. Ah ne, guck mal, da ist noch einer. Ja, das hat ja super geklappt. Bald seid ihr frei. Muss ich gleich mal schauen, ob ich noch eine finde. Gebt auf euch acht. Tschüss. Tschüss mit Öl. So. Was? Was ist denn das? Das sind die komischen Vögel, die mich jetzt irgendwie auch an die Gegner melden sollen, aber... Alles wird wieder gut. Meine Gebete wurden erhört. Ihr seid sicher. Irgendwoher bräuchte ich jetzt noch so eine Bombe, um die dann diesmal hoffentlich sinnvoller einsetzen zu können. Ich glaube aber, das wird schwierig. Weil ich auch nicht glaube, dass die hier einfach so rumliegt. Naja, wir schauen mal. Hast du eine getroppt für mich? Nein. Naja, habe ich den Bonus halt verkackt, aber dann ist das so. Ihr habt uns gerettet. Haben Sie den Schlüssel für Gosakus Rüstung gefunden? Wegen mir können Sie den Schlüssel haben. Gosaku ist der Held eines Kindermärchens. Ihr glaubt nicht, dass es die Rüstung gibt? Natürlich nicht. Nehmt unseren Schlüssel und seht selbst, mein Herr. Der letzte Schlüssel. Laut dem Musikanten ist die Rüstung auf einem Hügel in Akashima. Boah, wehe, das lohnt sich jetzt nicht.
stimmt. Ich hatte ja noch einen Technikpunkt bekommen, den ich noch gar nicht verteilt habe. Was kann ich denn hier mal... Stein. Ich mach mal hier. Vielleicht nehme ich das ja irgendwann auch mal. Vielen Dank. So, 5,6 Kilometer. Ich werde gleich eher die Schnellreise bemühen. Auch so viele Geschichten und Zeug. Hä? Ich bin doch gar nicht im Kamm. Kampf ist keine Schnellreise möglich. Ich muss erstmal vermutlich hier rausreiten, weil es wahrscheinlich gerade noch irgendein Problem mit der Umgebung hier hat oder so. Jetzt? Hast du jetzt Lust? Nö. Ach komm schon. Wenn es darauf keine Lust hat, dann gucke ich mir erstmal an, was das da vorne für ein unentdeckter Ort ist. Das sieht nämlich ganz spannend aus von den Umrissen auf der Karte her. Auch irgendein Dorf oder so. Kleines mongolisches Gebiet. Kämpfen wir! Zaman Achdolu Chilia Volna. Wo ist denn der? Warum macht er das, was er macht? Ja. Das war ja einfach irgendwie.
regeneriert sich auf jeden Fall die Gesundheit. Das heißt, eigentlich müsste das Spiel jetzt erkannt haben, dass ich nicht im Kampf bin. Und ich habe eine Trophäe bekommen, wie ihr gesehen habt. Ich wundere mich ein bisschen, dass wir bisher so wenige Artefakte von den Mongolen gesammelt haben. Waren schon in so vielen Gebieten, aber ich glaube, da habe ich einfach nicht aufmerksam genug danach geguckt. So. Genau. Jetzt hat es das Spiel geschnallt, jetzt kann ich die Schnellreise auch machen. So, Reise zum Hügel in Akashima. Ah, hier. Ich dachte mehr, dass hier irgendwas ist. Oh. Stellt euch! Ah, genau das, ja, das hatte ich gesehen. So, das war schon wieder so ein Anführer. So. Wehe, da ist jetzt keine Rüstung, dann flipp ich aus. Verschlossen. Vielleicht passt einer der Schlüssel. Geht's denn weiter? Ah, hier. So, ich muss irgendwie weiter hoch. Ah, ja. Hab ich in den falschen Moment losgelassen. So. Ist sie. Ah. Ist das auch die Rüstung? Die Mongolen werden ihre Macht am eigenen Leib spüren. Robust. Überraschend leicht. So.
Die ist ja echt nice. Cool. Sieht ja so ähnlich aus wie natürlich auch die Samurai-Clan-Rüstung, aber gefällt mir gut. So, da haben wir das abgeschlossen. Ich schau mal, wo wir jetzt eine Verbesserung dafür herbekommen. Die Schmiede von Komatsu doch ein ganz guter Ort für. So ein bisschen sieht sie jetzt aus wie so ein Regenmantel. Weiß auch nicht. Okay, Rüstungsschmiedin. Einzige, was ich irgendwie echt brauche, ist In diesen eine Zeiten ist andere der Handel Farbe. schwierig, mein Herr. Gibt's aber Ihr habt meinen zumindest hier Dank. nicht. Danke für alles, was ihr tut. Ein Krieger soll von den Toten erstanden sein, um Komatsu zu retten. Ihr seid echt. Ist denn der Vogel schon wieder? Ja. Bring mich mal dahin, wo du mich hinbringen willst. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. So, hier war jetzt irgendwie gar nichts. So, wo ist ein Schwertschmied hier? Ich laufe hier schon wieder rum wie besoffen und weiß nicht, wo der ist. Wo ist der Fallensteller? Da. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Darfst du? Es gibt nichts Stärkeres. Nummer 3 kann ich gleich auch. Zu eurem Schutz. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. So. Geschafft. Und dann kann ich hier noch die Banner zurückbringen und bekomme dann wohl einen Sattel, wenn ich es jetzt richtig weiß. Fürst Sakai, mein Name ist Genho. Ich versuche, das Volk ein wenig aufzumuntern. Da geht es euch wie mir. Ich möchte alle an unsere Beschützer erinnern, die in Komoda fielen. Worte sind nicht genug. Die Clan-Banner der Samurai sind mächtige Symbole jener, die ihr Leben für uns gaben. Sie stehen dafür, sich nie den Mongolen zu unterwerfen. Noch mehr Banner, mein Herr? Ich las gerade eine Schrift mit der Geschichte des Adachi-Clans. Dort stand, ihre ersten Fürsten galten als die großen Erbauer. Wisst ihr wieso? Sie erbauten den goldenen Tempel von Ariake und die Leuchttürme auf der Insel. Fürst Adachi half meinem Onkel sogar bei den Wehranlagen der Burg der Ahnen des Shimura-Clans. Sie konnten auch gut Bauwerke zerstören und halfen so, die Yarikawa-Rebellion zu beenden. Ich hatte keine Ahnung. Danke für die Lektion, mein Herr. Eure Hilfe und Inspiration sind unbezahlbar.
So, das kann ich jetzt hier ausrüsten. Okay. Ja, ich weiß, dass ich die verbessern kann. Das will ich aber jetzt gerade nicht. So. Okay. Ich habe hier wieder einen Vogel, der mich versucht, irgendwo hinzuleiten. Dem laufe ich jetzt noch kurz hinterher. Aber der ist wieder der, der hier dann irgendwie stoppt. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Bestimmt liegt hier irgendwie irgendwas rum. Frage ist nur, was? Ich will eure Klinge verbessern, mein Herr. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Schleife mein Katana. Na gut, ich weiß nicht, was der mir mitteilen will. Mit Blick auf die Karte sehe ich, dass wir auch hier noch sehr, sehr viel zu tun haben. Vielleicht werde ich dann gleich mal ein bisschen hier unten einfach schauen, was wir machen können. Bevor wir uns dann wieder hier hochbegeben, um ja dann endlich auch die Story weiterzuspielen. Ihr seid bestimmt schon ganz ungeduldig. Ich überlege mir das mal, was wir jetzt einfach hier so angehen. Und ja, ich danke euch, dass ihr reingeschaut habt. Und wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.